Hallo lieber Steinbock, herzlich willkommen bei Inbals Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie es im Mai 2022 bei dir aussehen wird. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Okay, beginnen wir mit der intuitiven Message, Steinbock. Da macht dich im Mai 2022 jemand nervös. Nicht auf eine negative Art und Weise, da kribbelt's bei dir. Schmetterlinge und solche Dinge. Ja, da macht dich jemand im Mai 2022 nervös. Ich spüre so Komplimente, die einen so werden lassen. So. Wie wird man da? Weiche Knie oder also ganz hibbelig. Hm? Ihr wisst, was ich meine. Da kommen Komplimente auf dich zu. Jemand macht dir Komplimente und es macht dich ganz hibbelig. Es gefällt dir, was diesem Menschen an dir gefällt. Jetzt kommt es halt drauf an. Man sagt, dass... trete ich jetzt eine Debatte los hier? Also ich weiß, dass, also jetzt aus Umfragen, ja, das sind Umfragen, aus Umfragen weiß ich, dass Männer drauf stehen, wenn man Komplimente in Bezug auf ihre inneren Werte macht, ja. Ah, du bist so ein treuer Mensch, ah, du bist so ein Detail, oder du hast ein Auge fürs Detail, oder ah, du bist so sanft zu mir, oder hey, mit dir kann ich so toll reden. Ja, solche Komplimente mögen Männer, welche Komplimente mögen Frauen? Ich werde jetzt mal kein Statement abgeben, aber das ist das, was den Männern gefällt. Und welche Komplimente gefallen den Frauen? Vielleicht wollt ihr unten in den Kommentaren notieren, nicht Wunschdenken bitte. Nicht Wunschdenken, sondern was wirklich einer Frau gefällt. Da war mal ein Bekannter der Familie. Ja, wir hatten da einen Bekannten damals, als ich noch klein war. Das war so ein Schweizer in seinen 40ern, 50ern so. Er sollte jetzt ungefähr um die 60 sein, glaube ich. Das war ein Bodybuilder, also Bodybuilder, der hat sehr viel Fitness betrieben, sehr viel Muskeltraining, sah nicht wie ein Bodybuilder aus, aber hatte eine Topfigur, sehr schönes Gesicht, ja, und also ich kannte ihn als eine Art Onkel und er war auch sehr lieb, super Charakter. Und der meinte mal zu meiner Mutter, dass er jede Frau ins Bett bekommt, wenn er ihr sagt, dass sie die schönste Frau auf der Welt ist. Und er hat gesagt, das funktioniert immer. Und ich habe gesehen, wie es die ganze Zeit funktioniert. Ja, ich habe das damals mitbekommen. Ich sage jetzt seinen Namen nicht. Nee, war nicht dein Verwandter. Schreib mal unten in den Kommentaren, welche Art von Komplimenten gefällt den Frauen? Gefällt es den Frauen, wenn ein Mann sagt, du kannst aber toll kochen? Oder du bist aber liebenswürdig, du bist aber sensibel, ne? Du bist sehr emotional, sensibel, oder? Du erkennst, gefällt das den Frauen oder wollen Frauen lieber hören? Ah, du hast die schönsten Haare. Ah, du bist die Schönste auf der Welt. Dein Po ist unglaublich toll. Was hören Frauen lieber? Ich rede, weil die Karte noch nicht rauskommt, gell, Steinbock? Ich weiß schon, dass du für die Karten hier bist, keine Sorge. Kein Wunschdenken. Schreib mal ehrlich, welche Komplimente gefallen Frauen? 10 der Schwerter hier. 10 der Schwerter als erste Karte ist die Energie der ganzen Legung. Keine Sorge, 10 der Schwerter ist nicht schmerzhaft. Warum? Weil es schon tot ist hier. Oder all das, was bisher wehgetan hat, tut nicht mehr weh im Mai. Das ist gut. Das ist gut. Also 10 der Schwerter ist eine gute Karte. Die Sache ist nämlich die, es fängt mit As der Schwerter an, dann sind alle Schwertkarten sehr schmerzhaft. Und mit 10 der Schwerter spürt man nichts mehr, es ist fertig. Okay, das ist gut, das ist gut. Okay. Im Mai spürst du all den Schmerz, den du bisher hattest, nicht mehr. 9 der Stäbe hier.
Das sind die Barrieren, die du um dich herum gebaut hast, aufgrund der schlechten Erfahrungen, die du bisher hattest hier. Du hast hier eine Bandage auf dem Kopf und du hast Angst davor, dass dir nochmals jemand eins auf den Kopf schlägt. Okay? Das sind zwei Paar Schuhe, gell? Das hier ist Schwert, das hier ist 9 der Stäbe. Hier spürst du den Schmerz nicht mehr. Hier hast du Angst davor, dass der Schmerz nochmals kommt. Ist für mich ein Hinweis darauf, dass du es im Mai mit jemandem zu tun hast, den du bereits kennst, die du bereits kennst. Okay? 3 der Münzen hier. Steinbock, hast du Lust auf eine feste Beziehung? Mit jemandem, der das hier angerichtet hat? Nee, das war jetzt ein bisschen zu, oder ich style, ich habe das, nee, so darf ich hier nicht reden, gell? Ja, Entschuldigung. Steinbock, 10 der Schwerter hier. Was sagen alle Paartherapeuten immer? Dass 2 dazu gehören, okay? Deswegen frage ich so, möchtest du mit jemandem, mit dem du das erlebt hattest, ja, basierend auf Gegenseitigkeit, hier jetzt eine feste Beziehung haben, möchtest du hier etwas aufbauen mit diesem Menschen? Was ist jetzt hier das Problem? Das ist auch das, was dich ein bisschen nervös macht, ein bisschen hibbelig macht jetzt. Es soll hier auf Trümmern was aufgebaut werden. Es ist nicht Ass der Münzen, 2 der Münzen, 3 der Münzen. Das hier sind kaputt, fertig, aus. Und das hier ist das, was noch Schlimmes passieren könnte zwischen euch beiden. Wenn jetzt hier nochmals etwas schief gehen sollte, bist du dann hier bei 10 der Stäbe. 10 der Schwerter, 10 der Stäbe heißt nie wieder mit diesem Menschen. Letzter Schuss hier. Schauen wir mal. 3 der Stäbe. Dein Gegenüber ist hier sehr zuversichtlich. Was dir hier besonders gefallen wird, Steinbock, werden Komplimente sein in Bezug auf deine Beständigkeit. Ich höre so Komplimente, die in Richtung dich sollte man zu Hause haben gehen. So in diese Richtung gehen die Komplimente. Steinbock, du bist eine Person, die ich in meinem Leben haben möchte, oder du fehlst in meinem Leben. Du bist jemand, den man im Haus haben sollte, in der Wohnung haben sollte. Du bist die Freude meines Lebens. Solche Dinge wird dein Gegenüber dir sagen. 2 der Münzen. Gut. 3 der Münzen und 2 der Münzen sind Steinbockkarten. Kein Wunder kommen dir auf, sobald es darum geht, etwas aufzubauen. Du fragst dich, ob du überhaupt hier diese Option wahrnehmen möchtest mit diesem Menschen. Mit der einen Münze ist dein jetziges Leben gemeint, mit der zweiten Münze das Angebot deines Gegenübers. Und du bist gerade erst mit einem Ass der Münzen losgestartet in ein neues Kapitel. Du hast da was Neues begonnen in deinem Leben. Und du fragst dich jetzt, ob das Neue in deinem Leben mit dem, was dein Gegenüber hier haben möchte, vereinbar ist. Okay, das fragst du dich. 10 der Münzen. Das ist das. Falls du willst, Steinbock, falls du willst, kannst du hier 10 der Münzen haben. Das, was vorher nur Schmerz war, kann jetzt Aufbau sein, kann jetzt stabil sein, kann jetzt hier zum Maximum an einer Beziehung, ja, das, was für euch möglich ist oder das, was du überhaupt noch haben möchtest, werden hier. Die Frage ist, ob du willst oder nicht. Ich habe hier, siehst du hier diese 8, diese Schlaufe hier um diese 2 Münzen herum? Siehst du diese 8? Das ist das Ewigkeitszeichen, das befindet sich auch auf dem Kopf des Magiers und das befindet sich auch auf der Kraftkarte, auf dem Kopf der Herrscherin. Ist für mich ein Hinweis darauf, Steinbock, dass dein Gegenüber hier absolut bereit dazu ist, mit 8 der Münzen hier, dass diese 10 der Münzen mit dir zu manifestieren. Also du bist hier wirklich so das Vögelchen, das zwitschernde Vögelchen im Hause von jemandem, der Hund, der Freude in das Haus bringt. Du bist die Musik, die hier in der Wohnung von jemandem spielen soll, Steinbock. Kribbelt's? Solche Komplimente kommen. Die Frage ist, ob du willst oder nicht.
Okay, von 10 der Schwerter hin zu 10 der Münzen. Das ist eine rasante Veränderung hier. Es scheint mir, Steinbock, wie wenn hier mit 10 der Schwerter, oder so wie es direkt auf 10 der Münzen gehen kann, oder? Es scheint mir, wie wenn hier zwei Menschen, die eigentlich füreinander bestimmt waren, es verkackt haben bisher. Ja. Und man muss halt, gell, es ist immer beidseitig. Du wirst dann auch sehen, wenn ihr dann hier aufbaut und miteinander redet, ja, und auch die Sicht deines Gegenübers dann besser siehst, ja, er sie es dir erzählt, wirst du dann sehen, wie das beidseitig hierher geführt wurde. Okay? Ich spüre das Beidseitige sehr stark hier. Ja, beide Seiten waren schuld. Spüre ich stark. Ich werde hier mit diesen Karten eine weitere Reihe legen, dann sehen wir, was hier genau passieren wird und worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier, Steinbock, werde ich fragen, was du vor deinem Gegenüber versteckst und was dein Gegenüber vor dir versteckt. Und für jene, die hier keinen Kontakt haben momentan, werde ich diese Zeitkarten hier fragen, wann der nächste Kontakt stattfinden wird. Die werden uns dann Zeitangaben machen, okay? Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye, bye.